einer der Aspekte, auf den ich mich am meisten gefreut habe als Mama, war es, mit Rayen die Magie und die Kraft von Büchern teilen zu können. Nicht nur ich genieße es, mich in einem wirklich guten Buch, meistens über positive Disziplin oder positive Erziehung, verlieren zu können, ich liebe es auch, Rayen vorzulesen. Das Vorlesen hat für Babys und Kleinkinder unzählige Vorteile, unter anderem die Stärkung der Sprache, der Aufmerksamkeitsspanne, des Gedächtnisses, der Kreativität und des emotionalen Verständnisses. Ganz zu schweigen davon, dass Vorlesen eine wundervolle Bindungszeit ist. Wir lesen seit Tag 1 vor und es lässt einfach unser Herz aufblühen, Rayens Liebe zu deutschen, englischen und auch spanischen Büchern bereits sehen zu können. Hi Montys! Mein Name ist Domi und ich bin Mama eines 10 Monate alten Monty-Mädchens namens Rayen. Zudem bin ich zertifizierte Parent Educatorin im Bereich Positive Discipline. In diesem Video heute möchte ich euch die Top 12 unserer Babys- und Kleinkinderbücher vorstellen. Alle Bücher von meiner Liste wurden mehrmals gelesen und geliebt, sodass ihr euch sicher sein könnt, dass sie sowohl von Mamas als auch von Kleinkindern befürwortet werden. Also, von Monty zu Montys, lasst uns loslegen. Lesen, und zwar ab Tag 1, ist eine großartige Gelegenheit, um eurem Kind die Welt um uns herum näher zu bringen, von der es so fasziniert ist. Vor dem dritten Lebensjahr sind Kinder konkrete Lerner. Das heißt, sie betrachten alles, was ihnen begegnet, als Realität. Da wir ihnen die Welt beibringen wollen, ist es empfehlenswert, in dieser Phase Bücher mit echten Bildern und Geschichten auszuwählen. Ein Montessori-Prinzip ist es, dem Kind die Realität und keine Fantasiegeschichten zu zeigen. Das bedeutet, keine Monster, keine fliegenden Giraffen und keine Superkräfte. Maria Montessori glaubte nämlich, dass kleine Kinder noch zu sehr versuchen herauszufinden, wie die reale Welt funktioniert und eben noch nicht bereit sind für die von Erwachsenen entwickelten Fantasien. Hebt also diese wundervollen Fantasiebüchern ungefähr 6 Jahre lang auf. Denn genau ab da beginnt die Vorstellungskraft der Kinder, welche genau solche Geschichten entwerfen und auch verstehen kann. Montessori-Bücherregale für Babys und Kleinkinder konzentrieren sich vielmehr auf die Natur, Botschaften des Friedens, Mitgefühl, Vielfalt und Dinge, die in der Welt eines Kindes vor sich gehen, also zum Beispiel das Leben in der Stadt, den Wechsel der Jahreszeiten und das Familienleben. Und nun möchte ich euch gern meine Liste der Top 12 Bücher für Babys und Kleinkinder einmal vorstellen. Wir erziehen Rayen zu Hause Deutsch und Englisch, das heißt, meine Liste ist ein kleiner Mix aus deutscher und englischer Sprache. Solltet ihr nur zu Hause Deutsch sprechen oder sogar eine andere Sprache verwenden, dann könnt ihr mal im Internet schauen, ob ihr manche der englischen Lektüre auch auf Deutsch oder in anderen Sprachen finden könnt. Ich werde euch auf jeden Fall von jedem Buch unten in die Box einen Link bereitstellen, sodass ihr dieses dann auch schnell finden könnt. Making Faces, das erste Buch über Emotionen. Dieses schöne Boardbook stellt 5 wesentliche Emotionen vor. Glücklich, traurig, wütend, überrascht und albern. Jede Emotion wird mit einem großen Bild des Gesichts eines realen Babys gestaltet. Baby kann das Gesicht nachahmen und später auch gleiche Gesichter verbinden. Ich selbst lese die Emotion immer mit der entsprechenden Mimik und Gestik und auch Emotion vor. Die allerletzte Seite enthält alle Emotionen zusammen und einen Spiegel, wo Baby sich selber mit seinem Gesichtsausdruck sehen kann. Das ist ein sehr wichtiges Buch in der Montessori-Erziehung, weil wir im Ansatz der positiven Disziplin immer Ja zu den Emotionen und Gefühlen sagen, immer die Gefühle des Kindes validieren und ihm helfen, diese auch zu verbalisieren. People of the World. Rayens absolutes Lieblingsbuch. Auch hier findet man reale Gesichter und Menschen aus unterschiedlichen Ländern, Städten mit verschiedenen Herkünften. Baby lernt, dass Menschen auf der ganzen Welt sehr unterschiedlich aussehen können, aber Lächeln, Tränen, Augen, Körperteile und Handlungen wie Schreiben, Fußballspielen oder Beten universell sein können. Es ist ideal für Baby, da es einfache, kurze und reimende Texte mit großen, lebendigen Fotos beinhaltet, die die Vielfalt der Welt zeigen.
Dieses Buch unterstützt die Common Core Standards und feiert gleichzeitig unser globales Erbe. Hör mal rein, wer kann das sein? Tierserie. Diese Bücher erwecken bei Babys wahres Interesse, da jedes Tier, egal welche Serie ihr habt, lebensnahe Geräusche macht. Also zum Beispiel hier die Seerobbe. Dazu steht immer ein kurzer, aber toller informativer Text an der Seite. Man kann den Sound auch selber nachmachen beim Lesen. Auf jeder Seite wird ein Tier mit vielen anschaulichen, realen Fotos vorgestellt. Bei jedem Tier kann man mit dem Darüberstreichen das passende Tiergeräusch hören. Es fördert auch die Hand-Augen-Koordination, die Lautbildung und animiert zum Spracherwerb. Babys können durch das Anfassen auch selbst aktiv werden. Wir haben bei uns in unserer Sammlung einmal am Meer, dann wilde Tiere und zu guter Letzt in der Natur. Zusammen ein wirklich super tolles Buch für Babys geeignet. Es beinhaltet freche, kurze Reime und farbenfrohe, detailreiche Bilder. Ob klein oder groß, beiden schmeckt der Kloß. Ob traurig oder froh, jeder muss aufs Klo. Ob alt oder jung, auf jeden Fall mit Schwung. Also ganz egal, wie viel uns unterscheidet, es ist vielmehr das, was uns verbindet. Das Buch lädt zum selber Reimen und zum Lachen ein. Es zeigt Freundschaft, Toleranz und Zusammenhalt. Baby Touch and Feel Animals. Dieses Buch ist mit weichen Tiertexturen gefüllt und soll mit dem Touch and Feel Patches das frühe Lernen fördern. Jede Seite zeigt ein süßes, farbenfrohes Bild eines Tieres zusammen mit den Geräuschen, die es macht, die ihr dann natürlich Baby vormachen könnt. Ihr findet auch lustige, taktile Elemente, die Baby zum Berühren der Texturen ermutigen. Babys und Kleinkinder können die robusten Seiten selbst umblättern, was ihre Feinmotorik fördert und gleichzeitig eine frühe sprachliche Grundlage schafft. Im Garten, mein erstes Entdecker-Klappbuch. Das absolute Lieblingsbuch von Rayen auf Deutsch. Es ist ein Retter in der Not und lässt Rayens Langeweile vergehen und sie auch sofort ruhig werden, wenn sie mal weint. Baby begleitet hier eine kleine Maus auf ihrem Weg durch den Garten. Es gibt also auf jeder Seite etwas Neues zu entdecken und fördert Babys Aufmerksamkeit durch die aufklappbaren Teile und Gucklöcher auf jeder Seite. Zudem hat es farbenfrohe Illustrationen. Es ist super klein und handlich und passt daher in jede Tasche für unterwegs. Who is the biggest? Hier kommt das nächste Klappbuch, aber diesmal auf Englisch. Ein Klappbuch mit Tieren, mit welchen Kinder mit einfachen Fragen oder einfachen Konzepten zum Nachdenken angeregt werden können. Also zum Beispiel mutig oder schüchtern, klein oder groß, langsam oder schnell. Dieses Buch arbeitet also mit Gegensätzen und lädt Kinder ein, jede Kreatur, die so wunderschön gemalt ist, für ihre Unterschiede zu schätzen. Es ist spannend und interaktiv und hat kurze, prägnante Wörter. Peaceful Piggy Meditation. Ein tolles Buch, um Kindern Achtsamkeit, innere Ruhe, Geduld und einfaches Atmen bis hin zur Meditation näher zu bringen. Manchmal scheint es im Leben nur um Eile, größer, weiter, schneller zu gehen. Es gibt so viele Orte, die man besuchen kann und so viele Dinge, die man machen muss. Und manchmal ist es schwer, wenn die Dinge nicht so laufen. Dieses Buch folgt einem Schweinchen, dem genau das wütend und traurig macht. Wie also finden junge Schweinchen einen friedlichen Platz in einer frustrierenden Welt? Sie meditieren. Sie finden einen ruhigen Platz, einen besonderen Ort mit ein paar einfachen Dingen und atmen einfach durch. Und genau das könnt ihr eurem Kind mit diesem Buch beibringen. Hier sind wir. Anleitung zum Leben auf der Erde. Dieses wunderschöne Bilderbuch ist für Kleinkinder geeignet. Wenn ihr euch fragt, wie erkläre ich einem Kind die Welt in ihrer ganzen Vielfalt, dass es Berge und Seen gibt, aber auch Wüste,
dass kein Mensch wie der andere ist und dass wir doch alle die gleichen Bedürfnisse haben. Dieses Buch macht's möglich. Und das Beste ist, das Buch wächst mit dem Kind mit. Am Anfang sind für die ganz Kleinen die wunderschönen Bilder interessant, denn es geht um leichte Inhalte, zum Beispiel, dass es Land und Meer gibt, es mal Tag und mal Nacht ist. Und dann gibt es für die Älteren auch Spannendes zu entdecken, also zum Beispiel, woraus besteht unser Körper eigentlich, welche Planeten und Sterne umgeben uns. Es geht immer um Respekt und Liebe füreinander, aber ohne einen erhobenen Zeigefinger. Denn der Autor Oliver Jeffers macht seinem damals 2 Monate alten Sohn mit wenigen, präzis gewählten Worten und eindrücklichen Bildern die Welt begreifbar. Die Essenz dieses Buches ist: Achte gut auf die Erde, denn es ist die einzige, die wir haben. Eating the Alphabet. Das ist ein lebendiges und robustes Wortbuch mit Obst und Gemüse aus der ganzen Welt, mit Groß- und Kleinbuchstaben für Kinder im Vorschulalter, die gerade die Sprache lernen. Jede Seite offenbart eine köstliche Auswahl an Speisen, zum Beispiel indischer Mais, Jalapeno, Kumquat, Kiwis oder Kohlrabi. Das Obst und Gemüse ist in einem lebendigen Aquarell gepaart mit fetter, leicht lesbarer Schrift. Das macht es äußerst ansprechend und zugänglich für Kinder. Little Blue Truck Leads the Way. Auch eines der absoluten Favorites von Ryan. Warum? Durch das Zoom, Zoom, Wiu, Platz machen. Dieses Buch folgt einem kleinen blauen Country Truck namens Blue. Es stellt Baby eine Großstadt vor, ein schneller, lauter Ort. Überall, wo Blue hinschaut, sieht er Busse, Polizeiautos, Taxis, Lieferwagen und sogar die Limousine des Bürgermeisters. Jeder drängt darauf, dass es schnell gehen muss, dass er der Erste ist, welches alles in einem riesigen Stau und Gerängel endet. Dabei lernt Baby in diesem Buch, dass es wichtig ist, Geduld zu haben, warten zu können, zu helfen und sich nicht als wichtig zu nehmen, Rücksicht zu haben, Streit, Stau und Gerangel friedlich und demokratisch zu lösen, sodass es am Ende ein friedliches Miteinander geben kann und jeder zufrieden ist. Es ist also ein Buch voller Abenteuer, leuchtender Farben, Klänge und einer tollen Stadtenergie. Love Makes a Family. Das ist ein so wunderschönes Buch, welches auf unterhaltsame und integrative Art das feiert, was jede Familie zu einer Familie macht. Und das ist Liebe. Es sind sehr gelungene, farbenfrohe Illustrationen, in denen viele verschiedene Familien in fröhlicher Aktivität gezeigt werden, vom frühen Aufwachen bis zum Kuss vor dem Schlafengehen. Egal, ob ein Kind 2 Mütter, 2 Väter, ein Elternteil oder einen von beiden hat, dieses Buch zeigt mit einfachen, kurzen Sätzen, dass das Wichtigste im Leben jeder Familie die Liebe ist, welche man mit allen Familienmitgliedern teilt. Abschließend möchte ich euch noch eine kleine Zusammenfassung geben, worauf ihr bei der Auswahl der Bücher achten könnt. Erstens, kurz und bündig. Kürzere Bücher mit wenigen Wörtern pro Seite eignen sich am besten für die meisten Babys und Kleinkinder. Ihr könnt aber gerne auch längere Bücher beim Vorlesen vereinfachen, um die Aufmerksamkeitsspanne eures Kindes anzupassen. Zweitens, realistisch. Wählt eher realistische Bücher mit realen Gesichtern und realen Geschichten, anstatt von Fantasy-Geschichten mit sprechenden Tieren, Monstern oder ähnlichem. Aber auch da könnt ihr natürlich immer flexibel reagieren und müsst nicht allzu strikt sein, wenn es sich um ein tolles Buch handelt. Das ist eines der Montessori-Prinzipien, die wir auch nicht zu 100% erfüllen, da wir auch Bücher bei uns zu Hause haben mit gezeichneten Personen oder gezeichneten Illustrationen. Aber einfach, weil die Bücher so eine tolle Message haben und wirklich so toll gezeichnet sind, haben wir uns eben dafür entschieden. Das Wichtigste ist einfach, die Liebe zu Büchern zu fördern. Drittens, interessante Themen. Die meisten Kleinkinder mögen Bücher über Aktivitäten des täglichen Lebens, also zum Beispiel einen Ausflug in die Bibliothek, draußen spielen, mit Freunden zusammen sein, zu den Großeltern fahren, also Dinge, die sie selber erleben und auch nachempfinden können. Andere Lieblingsthemen sind zum Beispiel die Natur, Essen, Fahrzeuge, Tiere oder andere Familien. Viertens,
Schöne Illustrationen. Bilder helfen Kinder, die Geschichten, die sie hören und später auch lesen, zu verstehen und auch zu genießen. Such deshalb immer nach Büchern mit attraktiven und einzigartigen Illustrationen, die euren Kindern ins Auge fallen. Fünftens, Vielfalt. Kinder profitieren von einem Mix aus Märchen- und Informationsbüchern, aus klassischer und moderner Lektüre. Um die Entwicklung eures Kindes optimal zu unterstützen, könntet ihr eine kleine Sammlung von alten und neuen Sachbüchern sowie Unterhaltungsliteratur aufbauen. Und sechstens, viel Spaß beim Lesen. Rhythmus, Reim, Lautmalerei können Kinder mehr Spaß machen. Interaktive Bücher sind also eine weitere großartige Option. Das Wichtigste ist, je mehr Spaß ihr beim Lesen habt, desto mehr Spaß haben auch eure Kinder beim Zuhören. Ganz wichtig ist es also, sucht euch immer nur Bücher aus, die auch euch gefallen. Ja, und das waren meine Top 12 unserer Lieblingsbücher nach Montessori. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann teilt es doch gern mit euren Freunden und gebt mir ein kleines Thumbs up. Solltet ihr neu hier sein und zum ersten Mal mein Video schauen, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid und meinen Channel gefunden habt. Ihr seid herzlich dazu eingeladen, meine große Playlist unter dem Titel Montessori Love zu besuchen. Das ist eine mit Herzblut designte Reihe, die sich an alle wissbegierigen Eltern, Erzieher, Betreuer, generell Menschen richtet, die gerne Montessori, die Montessori-Prinzipien und Philosophie in ihr Familienleben integrieren möchten. Ich versorge euch dort mit praktischen Tipps und Tricks, Anwendungsbeispielen und generell vielfältigem Wissen über eine Erziehung nach Montessori. Wenn das etwas ist, was euch interessieren könnte, dann denkt doch gern darüber nach, meinen Kanal Monty Familie zu abonnieren, damit ihr auch kein zukünftiges Video verpasst. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich sehr, euch bald wiederzusehen. Bis dahin, ciao!